Rotburg ob der Tauber. Hier im touristischen Mittelaltermagnet steht das Kriminalmuseum. 120.000 Menschen aus 120 Nationen besuchen die vielleicht weltweit einzigartige Schau in jedem Jahr. Neben viel Kriminalgeschichte gibt's hier echten True Crime Shower. Doch auch im Mittelalter steht vor der eigentlichen Strafe die Aufklärung. Die Folter war ein menschenunwürdiges Beweisgewinnungsverfahren. Man hat Menschen Schmerzen zugefügt, um sie zu einem Geständnis zu bewegen, um auf Grundlage dieses Geständnisses dann verurteilen zu können. Die Folter stand also vor dem Urteil, war ein Weg zum Urteil. Es gab eben noch keinen DNA- oder Fingerabdruckabgleich. Aber auch bei der Folter gab es klare Regeln. Professionalisiert wurde nicht nur die Folter von der Kirche. Glaube, Christentum und Strafe ist ganz eng miteinander verbunden. Unser modernes Strafen kann ohne den christlichen Glauben gar nicht verstanden werden. Allein der Begriff der Schuld ist ein christlicher Begriff. Und dann kam das Urteil. Und bei schweren Vergehen wird buchstäblich der Stab über einen Menschen gebrochen. Wer Glück hat, bekommt eine Ehrenstrafe, wurde also an den Pranger gestellt, mit heißem Eisen gebrandmarkt oder musste eine Schandmaske tragen. Heute alles Gott sei Dank unvorstellbar. Aber warum waren die Strafen im Mittelalter so grausam? Drakonisch waren sie aus mehreren Gründen. Zum einen gab es ganz niedrige Aufklärungsquoten. Nur 1 von 10 Verbrechen wurde aufgeklärt. Deswegen musste man sehr stark mit Abschreckung arbeiten. Zum anderen waren die Straftäter häufig selbst extrem brutal. Gewalt war das Hauptkonfliktlösungsmittel in alter Zeit. Deswegen war man auch nicht sonderlich nachsichtig dann mit den Straftätern, den wenigen, die man bekommen hat. Zum anderen war aber ein Verbrechen nicht immer nur eine Verletzung von einem Opfer, sondern man hat damit auch die göttliche Ordnung verletzt. Im Alten Testament gibt es ja Regeln mit spiegelnden Strafen. Man hat auch die weltliche Ordnung verletzt. Deswegen sollte die Strafe die Untat sühnen. Und vor diesem Hintergrund wurde dann beispielsweise der Brandstifter verbrannt und der Mörder getötet. Dabei wurde auch gleich ein neuer Berufsstand gegründet, der des Scharfrichters. Resozialisierung der Täter sieht anders aus. Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert haben sich dann große Philosophen gegen die Todesstrafe, aber auch gegen die Folter und auch für eine Resozialisierung wieder eingesetzt. Es sollte aber noch Jahrhunderte dauern, bis Straftäter die Chance bekamen, sich zu bessern und in die Gesellschaft zurückzukehren.